Wir haben das Jugendmann, das vorletzte Saisonspiel. Wir schauen nochmal schnell gemeinsam auf die Videobank zu den Endergebnissen. Und dieses Und Junge Lehm schlägt Energie Cottbus mit 4:2 und Rot-Weiß Oberhausen unterliegt 1:4. Nur weiter führt VfL Osnabrück bei den 1:3 in der VfL Bochum und FC Böhme Aue trennt sich 0:2 und Hertha BSC. Wir vergehen auf die Tabelle. Ja, und da oben ist eine ganze Menge drin, bei den Hertha auch. Für Hertha führt, die ist noch auf 1:1. Der Trainer schon in der Pressekonferenz, die müssen einfach ein bisschen Geduld haben, dann bin ich ganz sicher, wir nach der Pressekonferenz noch einmal so viel auf den Rechten.